So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommel dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Blood and Taxes gegen Lance. Interessantes Match. Blood and Taxes hier mit natürlich dem Magus of the Moon und dem Buccaneer. Dem Goblin, der was fliegen kann, weil man kann damit Aetherfiolen fliegen. Man kann damit verwaiste Kaldras flingen für 9 Damage. Macht Spaß und ist fair. Ja. Oder so ein Flicker bis für 5 ist auch ganz okay. Das war die Grundidee. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr klassisches Lance-Deck. Viele Lance-Listen spielen aktuell ja sehr blaulastig und weißlastig für Removal. Hm. Hier haben wir tatsächlich nochmal ein Punishing Fire. Wow. Das ist schon gut. Dann kommt da ein Caracas. Das ist halt so. Ach, schon gut gegen so altes Texas. Oldschool has it can get. Mm. Aber mit Ursus Saga. Ja, natürlich. Ja. Ursus Saga, die halt wahrscheinlich sowas wie eine Map findet, einen Spear oder eine die Moxe. Mhm. Da wird auch ein Caracas gelegt und Go gesagt. Ja, das ist halt so ein potenzieller Marit-Lage, ne? Mm. Was da liegt. Ja. Das ist ein Otawara. Das heißt, blau haben wir auch ein bisschen drin. Ja, okay, wahrscheinlich für das Channel-Land ja. Und tralala. Da ist ein Dark Depths. Tatsächlich hätte man hier in Turn 2 mal in Lage legen können. Hat man das Festival Stage auf der Hand? Nee, man hat Crop Protection auf der Hand. Ah. Man hätte hier einfach in Turn 2 mal in Lage machen können. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie man jetzt damit umgeht. Mhm, du musst jetzt quasi permanent das Caracas offen halten. Was was halt mega nervig ist. Ja gut, ich sag mal, vom Prinzip her wird das auch einfach gemacht. Okay. Jo, etterweil. Und dann hat man die Länder offen. Genau, da das ist ein Würfel aufs Deck. Sehr positiv. Und kann man es auch nicht vergessen. Ja. Und. Ach ja, stimmt, man hat ja mit 21 gestartet. Der Gegner braucht ja grünes Mana. Genau, man hat grünes Mana gegeben. Dementsprechend ist Smart Lager halt nicht instant tödlich. Ja, hier nimmt man das Smart Lager der weg. Dark Depths weggesackt, okay. Ja, wahrscheinlich für einen Ursus Saga. Ja. Der für bessere. Den Early Beatdown gegen Texas ist das schon nicht schlecht. Gerade wenn man halt auch weiß, dass Blood in Texas. Nicht wirklich viel mit Flickerbiss, aber sondern eher mit Sam. Hm. Ja. Huh, jetzt ist die Frage, du hast jetzt, ob du, dann geht Texas halt einfach auf die Runde und sagt, ich porte jetzt bei dem Board. Ist die Frage, ob du die Zeit dafür hast, weil jetzt gleich liegt schon mindestens ein Konstrukt. Dementsprechend ja, kommt jetzt auf den einen. Aber du kannst jetzt den anderen verhindern. Oder du verhinderst den zweiten. Nee, kannst du nicht verhindern. Warum? Jetzt tappt er? Achso, nee, er enttappt ja. Ja, und dann kann man auch Reaktion darauf tappen. Ja, stimmt. Ah, zweites Lockdown auch von der Hand. Mm, nice. Ja, das ist ja schwierig. Ja, ist nicht so spaßig, sagst du? Aber es ist ein Wasteland. Ist schon mal nicht so verkehrt. Mhm. Wasteland macht gute Dinge. Ist die Frage, ob man hier Wasteland möchte. Anscheinend schon, damit der Gegner nicht sucht. Da macht man halt einen 1-1er. Das ist halt bisher ganz nett. Aber... Ja, dann hat man den Search denied und hat nur einen 1-1er gegen sich. Und den kann man gut handeln. Mhm. Talia allein macht den ja kalt. Ja, korrekt. Boah, was können die denn mit Saga suchen? So was wie Shadow Spear haben die wahrscheinlich gar nicht drin, ne? Doch. Shadow Spear, Map und die Moxe. Wow. Ja, okay, Shadow Spear auf dem Marit Lager ist halt doof. Auch noch verglichen. Ja, Lance hatte hier einen Foil. Und ich glaube, Texas hier einen Non-Foil. Geh ich auch mal von aus. Genau, hab noch 2 Mana. Will man noch was machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Punishing Fire und was ist das andere? Ist das eine Soul Guide Lantern? Das müsste ja immer noch die Crop Rotation sein. Nee, das ist Soul Guide Lantern, ja. Das heißt, es war nur eine Crop Rotation. Hm. Keine 2.
Ja, okay, dann kann man schon 2 hauen. Das ist ja schon mal ordentlich. Ich gehe auch 20 runter. Ja, und man hat vergessen, den Würfel zu drehen. Würfel zu drehen? Nee, Quatsch, der hatte ja 2 Leben bekommen. Genau, deswegen geht er wohl auf 20. Der Würfel, der da drauf war, ist wechseln. Boah. Dann jetzt wahrscheinlich das Fetchland, Fetch. Jetzt ist auch egal. Ich sehe einen Mountain auf der Hand. Dementsprechend kann man ruhig eine richtige Ebene suchen. Oder sollte zumindest eine richtige Ebene suchen und nicht auf das Duel gehen. Weil das ist ja das Schöne an dem Buccaneer. Der kostet ja auch nur 1 rotes und 2 farblose. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Deck weiter performt. Weil das sieht super sweet. Also die Theorie davon ist halt super sweet. Ja. Aber wie halt die Praxis davon ist, das wird halt das Spannende. Ja, wie sich dort Deck dann schlägt. Ja. Ja. Da ist Stoneforge. Talia. Stimmt, die Stoneforge kannst du end of turn rein, weil. Ja, aber die ist bad. Die hätte ich nicht mal reingespielt. Stimmt, ja. Die macht halt krass. Bounce Italia. Ja. Ja, Bounce Italia. Das ist halt nicht so relevant gewesen. Nee, das war jetzt einfach verschwendetes Mana. Da hätten wir ja die Stoneforge spielen können. Hätte man einfach porten können. Oder das. Man hätte die einfach porten können oder müssen. Aber man hätte den Spirit of the Labyrinth spielen können oder halt irgendwas. Ich glaube, sie hat man auch noch keinen Punishing Fire gesehen. Dementsprechend weiß man nicht, dass der Gegner Punishing Fire hat. Ja, aber ja, okay, da der das spielt, ist ohne Zweifel. So, jetzt kann man die Stoneforge reinlegen. Ist die Frage, ob man jetzt wirklich die Kall dran nimmt. Kaldra ist zwar sweet, aber Punching Fire und das Ding ist halt nutzlos. Man könnte jetzt hingehen und die Line Sash nehmen. Ist die Frage, was jetzt Lance da macht? Okay, es wird Kaldra gemacht. Es wird gefetcht auf Duel. Gucken, dass das Leben noch abgezogen wird. Und dann wird wahrscheinlich einfach gepiu-piut. Jetzt einmal angezündet, das Ding. Ja. Ja. Und anzünden. Jo. Uiuiui. Haben wir vielleicht auch noch ein Leben, oder? Und direkt die da drauf auf die Hand. Ja. So, dann ist jetzt immer noch. Geht Texas in Turn. Ist die Frage, ob man sie auf 2 lässt. Man könnte auch den Trigger auf den Stack setzen. Ja, wird auch gemacht. Trigger auf den Stack. Für den Spirit. Do it! Do it now! Aber ich meine, sonst hat das Deck halt so nicht so viel, was es tatsächlich anbauen kann. Tatsächlich. Man hat Talia. Schon wieder die Talia. Ja. Das doch. Dann gibt man auf die 3. Dann zieht man eine Karte. Ja, ist ein bisschen weird. Also Italia macht halt nicht wirklich was. Nö, die bounced halt das eine Land permanent. Also die tappt das eine Land. Aber nicht halt Punching Fire macht halt generell so wenig. Wie gesagt, Lion Sash wäre, glaube ich, hier ganz gut gewesen, um halt die Karte jetzt einfach zu fressen. Das ist Punching Fire. Ja. Und man kann Lion Sash halt groß genug machen, damit es nicht an Punching Fire stirbt. Ja, das stimmt, dafür brauchst du aber in der Runde auch ziemlich sicher das Mana und ich glaube Kreaturen im Friedhof, ne? Non-Land Permanence. Permanence einfach nur. Dementsprechend, da sind genug von da. Und man braucht halt weißes Mana, wovon aber auch tatsächlich aktuell 3 Stück da sind. Hat man Magus? Nee, Magus ist. Kannst nicht so richtig sehen. Das hier ist halt so dieses ganze Hin- und Her-Gebounce ist irgendwie so. Ne? Ja, gut, aber es ist so ein klassisches Lands-Ding. Was Blood in Texas hier halt fehlt, ist tatsächlich wie heißt er denn? Der Chalice of Bein. Sango Prelate. Ja. Der ist tatsächlich nicht drin. Und das merkt man halt in einem Lands-Matchup. Aber man kann halt Sango Prelate auf 2 setzen, gegen Punishing Fire, gegen Life from the Loam und dann gib ihm. Ja. Da war ein Mox Diamond auf der Hand.
Ja. Hier wird man halt jetzt ganz langsam kaputt gepokt. Ja, aber ganz langsam. Ja gut, was will man groß machen? Also, wenn man nichts spielt, 2 Schaden pro Runde. Ja, hier wird geopfert für den Card Draw. Dann wird enttappt Card Draw. Mhm. Da ist ein Spirit. Mountain. Das war man wahrscheinlich ein Spirit, aber man wird einfach kaputt geschossen. Na, machst halt, geht's gerade nicht viel gegen das Punishing Fire, ne? Naja, Punishing Fire ist halt einfach gerade wirklich so ein bisschen das, was das Ganze ein bisschen kaputt macht. Ist halt auch immer schwierig. Also, es ist immer eine schwierige Situation, gegen genau Recurvent zu machen, weil ich meine, ja, Punishing Fire gibt dir immer wieder ein Leben. Das bedeutet, du kannst es wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, du kannst wieder eine Kreatur 2 Schaden schießen oder am Spieler. Mhm. Aber du kommst halt nicht weiter mit Texas aktuell. Nee. Und der 1-1er macht jetzt halt ganz langsam Ende. Progress. Ja. Oder zumindest eine Nullnummer aus dem Live-Game. Ja, stimmt. Du musst ja dann auch rechnen, damit da du... Ja. Ja. Für 3 Mana wird hier eine Marke runtergeschmolzen. Wow. Geil. Man-Mode. Man-Mode. Oh Gott. In 10 Runden haben wir 20-20er. Ja. Dann wird das getappt. Okay. In 10 Runden hat der Blood and Texas Spieler aber wahrscheinlich mehr als 20 Leben, wenn das so weitergeht. Oh, Laum. Das ist eklig. Jetzt kommt nämlich die Saga wieder und jetzt wird's kritisch. Boah. Also aktuell sieht man von dem Dings einfach nur Texas-Style. Ja, Texas-Style und es verliert halt gegen dasselbe, wogegen Texas auch gerade verlieren würde. Ja. Was schade ist, weil man hier halt wirklich eigentlich was ganz Gutes machen kann. Dann das. Dann kommt der Mox, damit man seinen Schaden verdoppelt. Fetchland für den 2. Landdrop. Und Schwing für 2. Wow. Ja, aber jetzt, wie gesagt, mit Ursachsager kann das hier ganz, ganz schnell rum sein. Mm. Und live kriegst du halt auch nicht raus, Game 1. Nee. Also es ist nicht wirklich eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Lion Sash ist halt hier deine Möglichkeit, das rauszuholen. Aber, ja. 2. Tiger. Mehr Landdrops. Jo, jetzt kann man alle spielen, die man sich mit Loam wiederholt. Yes. Was nice. Gar nicht mal so schlecht ist. Ja, mit der gleich 3 Landdrops. Magus. Der macht nichts, der stirbt nur. Ja, man müsste halt eine Runde mal das komplette Board overflannen. Man müsste halt irgendwie mal das Life from the Loam im Friedhof haben und dann den Magus droppen können. Viel wichtiger wäre tatsächlich, dass das Punishing aus der Hand ist und das Ding getappt. Manche. Ja, so genau so spielen halt. Ich meine, ich hätte eine Mutti auf der Hand gesehen. Das heißt, man könnte jetzt die Mutti spielen als Bait. Und wenn der Gitter dann da hingeht und sagt, ich schieße dir die ab, kann man dann den Ding spielen. Das wäre jetzt ideale Play. Auf dem Stack. Ja. Ideale Play wäre jetzt einfach nur Mother Go. Mother Talia Go, damit er sich komplett austappt. Ja. Das wäre gut, oder Mother Spirit oder so, ist auch egal. Ja, ja, egal. Hauptsache 2 Kreaturen hingelegt, dass er das Punishing jetzt schießen muss. Das Mana hat er ja. Genau, wenn er nächste Runde die andere halt denkt, dass er nächste Runde die andere Kreatur schießt. Und dann, nachdem er das geschossen hat, einfach in den Magus gehen. Ja. Ich glaube, das ist der Move, den man jetzt machen muss. Weil ich meine, ja, live mit dem. Gut, okay. Ja. Da wird höher gevalued, dass man noch 2 Spiele hat. Ja. Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall. Werbung. Meine Patrons. Einmal hier alle aufgelistet, die aktuell bei mir Patrons sind und YouTube-Member. Und ja, wenn ihr Interesse dran habt, schaut mal in der Videobeschreibung, da ist alles so drin. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen pro Monat. Und das tun auch tatsächlich einige Leute. Dementsprechend bin ich da auch sehr, sehr dankbar für. Und ja. Mehr als danke kann ich nicht sagen. Gucken wir an, was wir haben. Wir haben natürlich mit Blood and Texas wahrscheinlich 2 weitere Magus of the Moon zum Sideboard.
Wahrscheinlich. Und bei Lance bin ich mir nicht sicher, ob er den Magus halt auch gesehen hat. Ja, man hat halt rot gesehen. Ja. Heißt, man kann es riechen. Ja. Ja, wobei ich glaube immer noch, dass letzte Runde zu schnell conceded wurde. Man hätte einfach, glaube ich, die Mutti legen können, das Ding wird gepunishing feiert und das ist halt die Frage, was die Clock sagt. Ne? Weil wenn du jetzt aus Game 1 so ewig ein Game machst, was so 20, 25 Minuten geht. Ja, solange du halt 1-0 vorne stehst, ist das ja okay. Ja, dann musst du das zweite Game halt einfach nur so spielen, dass du nicht verlierst. Ne? Ja. Ist halt eine solide Taktik. Ja, genau. Control-Spieler wissen, wovon ich rede. Ja, Control-Spieler lieben diesen Trick. Genau, da kommt ein Wasteland und Mutti ist aktiv. Nice. Das ist gut. Da haben wir den One of Mountain, den wir gerade eben auch schon auf der Startbahn gesehen haben. Ah, der macht halt jetzt richtig Spaß, ne? Nicht. Und man hat keine und Beine. Wasteland tatsächlich. Boah. Ja. Eine Ebene wäre halt wirklich gut gewesen mit der Stormwatch auf der Hand. Das wäre halt richtig gut geformt. Dann kommt der Draw, dann kommt... Fetch auf Ebene. Zack, Ebene, zack, Stoneforge. Und dann geht's richtig spaßig halb ab. Ich glaube, hier wird die Community-Ebene gesucht. Wahrscheinlich. Großartige Ebene. Community-Ebene, beste Ebene. Da ist die Community-Ebene. Noch. Sehr schön. Perfekt. Und dann Stoneforge, go. Die wir wissen, ist tatsächlich Proof gegen Punching Ball. Wer wissen will, was die Community-Ebene ist, kann sich ja das Opening von Steffen ansehen. Korrekt. Wir haben ihm vor letztes Jahr was zum Geburtstag geschenkt, was er bei mir am Channel geöffnet hat. Dann Stoneforge, dann Talia, nice. Dann Ding. Und dann prügeln. Ja. Und dann Go gesagt. Ja, okay, die Kaldra kriegst du jetzt so gut wie gar nicht verhindert. Als Lance. Ja, schwierig wird es jetzt, wenn man... jetzt irgendwie ein Tabernakel hat oder so, hat jemand die Kamera getreten. Ja, aber selbst Tabernakel, dann bezahlst du nur für die Stoneforge. Nee, du zahlst nicht für die Stoneforge. Eine Reaktion darauf, schmeißt du einfach die Kaldra rein. Oder dort stimmt. Wasteland ist seine Landquelle und haust ihm ins Gesicht. Ja. Also das darf man halt nicht vergessen, Tabernakel sagt, zerstöre, wenn. Ja, und Kaldra ist indestructible. Genau. Hä? Da ist das ein... Das ist wahrscheinlich kein Crab. Das ist sogar blau. Ist das eine Crab? Es könnte halt eine Crab oder ein Ding sein. Es ist eine Crab-Rotation. Und damit wahrscheinlich das Tabernakel. Tabernakel auf Pindrill Vale. Und damit die teuerste Karte im Landstack. Jo. Nice. Yes. Jetzt muss man halt überlegen, was man macht. Weil jetzt in Upkeep kann man halt theoretisch überlegen, ob man nicht wirklich hingeht und sagt, scheiß auf beide, ich bring die Kaldra rein. Hat er nicht gedacht. Ja. Wahrscheinlich, weil er den Weg nicht sieht. Aber du kannst ja doch einfach das Wasteland spielen. Genau, also Wasteland auf der Hand funktioniert auch. Aber was ich schon gesehen habe bei Lance auf der Hand, ist tatsächlich der neue Depths. Ah, der neue aus dem Vesuva. Friedhof, genau, das neue Vesuva aus dem Friedhof. Und damit ein neues Tabernakel of Pendrail. Das schmeckt. Ja, das ist eklig. Da kommt ein Shadowspear confirmed. Und jetzt ohne Wasteland auf der Hand würde ich das wahrscheinlich machen. Wenn man den Weg kennt. Ja, wenn man den kennt, kann man jetzt halt einfach sagen, Mutti egal, Stoneforge egal. This is the way. Das ist der Weg. Wir haben hier einen 5-5er, der zum Sieg geritten wird. Ja. Aber das ist natürlich ein Commitment, was man macht. Weil dann ist zum Beispiel sowas wie einen Mace oder so echt problematisch. Okay, der Weg wird gegangen. Der Weg wird zu Ende geritten. Ja. Und damit hat man den 5-5er, der mit Eile halt zuhauen kann. Man hat hoffentlich noch den Landdrop, den man zieht und kann damit was hauen. Für Lance natürlich hier wirklich einfach nur jetzt ein Maze wäre göttlich. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Wasteland hätte anstelle von Blood and Texas, würde ich das auf die Grünquelle knallen. Ja. Ja, also
Tabernakel ist dir jetzt total egal, weil was will er tun? Da kommt ein Token geflogen. Beat für 5. So, Beat für 5. Und jetzt ist halt eine 4-Turn-Clock. Also ist halt eine sehr, sehr, sehr schnelle Clock. War da kein Land bei? Doch. Hinten, oder? Ist ein Sam, Interviewer, ein Swords. Glaub nicht. Da ist noch eine Saga. Macht die jetzt was? Ach stimmt, du kannst ja jetzt, musst ja jetzt nicht bezahlen. Wie für 5? Nee, man muss gar nicht mehr bezahlen dafür. Jo, nice. Hätte ich auch gern. Ja, ist gar nicht mal so bad. Damit gezogen. Da ist ein Recruiter. Damit bekommt man sogar Zeug weg. Ja, du brauchst auf jeden Fall noch ein Land. Oh, nächste Runde Land ziehen. Recruiter spielen. Jetzt ein Magus spielen. Magus wäre so gut. Jetzt Magus wäre so gut. Double Stone Rain. Einfach beide Ursus-Sagas zerstören. Einfach Sonic Boom auf dem Feld. Ja, dann ist dir auch egal, dass tatsächlich danach irgendwie das Ding für rotes Mana getappt wird und da was gemacht wird. Das ist dir dann total egal. Basenland. Ja, ist ein Fetchland. Nice. Ja. Fetchland, Magus, bam. Gut, man muss jetzt bisher sagen, bisher hat das Lands auch noch nicht gesehen, dass da Magus da drin sind. Ja. Yep. Da wird auch kein Token gemacht. Man geht runter auf 5. Oh, do it. Ja, muss einfach gemacht werden. Ja. Es kann nicht sein, dass jetzt die Länder draußen sind. Und ein Search und ein Token war. Ah, do it. Ja, es ist manchmal hängt man hier und denkt man so, oh, mach doch einfach, es ist so offensichtlich. Aber man muss ja auch immer sehen, wir sind ja hier auch in einer gehobenen Zuschauerschaftsposition. Was willst du jetzt sagen, weil nur weil ich hier auf dem Sofa lieg, im wahrsten Sinne, kannst du das besser beurteilen? Ja, natürlich. Ah, oh, so gut. Ja, das sind wie die Fußballkommentatoren. Ja, da müssen sie schneller laufen. Ja, du kannst wahrscheinlich nicht so. What? Was? Okay. Der hat doch nächste Runde den Search. Das habe ich nicht verstanden. Lauren, wo? Warum geht man jetzt in diesen Long Fight? Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe es null. Einfach nur, weil er jetzt einen Token kriegt, oder wieso? Ja, der Token wäre total Bums gewesen nächste Runde. Ja. Er hätte ja dann jetzt Punishing feiern müssen. Und dann hätte man zugehauen, dann wäre er noch auf genau 2 Leben. Und jetzt geht man halt wirklich in einen wirklichen Long Fight. Ich glaube, das hätte man schon den Sack schneller zumachen können. Ja, da wäre jetzt eigentlich Feierabend gewesen. Ja. Das ist jetzt die Frage, was man macht. Weil, ja, du hast ja der... Es kommt jetzt auf jeden Fall noch ein Search. Die Frage ist jetzt halt, ob man einen Dude baut oder equipped. Okay, ist halt die Frage, ob du noch ein Land auf der Hand hast. Ich glaube, da ist noch ein nächstes Ding auf der Hand. Noch eine nächste Saga. Ursus-Saga. Ich versteh's halt nicht. Ein farbloses. 2 farblose. Und Search. Hat man seinen eigenen Tabernakel vergessen? Nee, das war das farblose, was man dabei macht. Ach so, ja. Okay. Also. Theoretisch kann man jetzt hard rulen und sagen, er hat's vergessen. Nicht so theoretisch sind wir hier beim FNM mit einer nicht competitive Rules Enforcement Level und dementsprechend etwas entspannter unterwegs. Ja. Ja, geht ein Ding, ist noch eine Ursus auf der Hand. Boah. Auch die will man doch jetzt eigentlich gleich wegknallen, oder nicht? Eigentlich schon. Ja. Otavara bounce jetzt den Token. Boah, ist bitter. Das wäre halt alles nicht passiert. Ne, wäre alles nicht passiert. Das ist natürlich wirklich krass. Hm.
Ja, auf der anderen Seite. Schwierig, wenn man kommt jetzt nicht dran. Man macht da nicht viel. Jetzt bezahlst du ihn wahrscheinlich nicht für den Recruiter. Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allem, wenn man den Sam auf der Hand hat. Sam auf der Hand bedeutet halt, man kann halt einfach doch den Sam reinholen, um den zu opfern. Ja. Sam macht was? Holt die Katzenfreunde wieder. Ah. Ach so, ja, Samba ist, ja. Ja, sehr gute Samba ist. Der wird noch jetzt in Combat, in Upkeep reingeholt. Was ist das denn? Vor Draw, das war ja ganz gruselig, was hier passiert. Das ist ganz gruselig. Mhm. Fetchland. Magus, go. Ja. Magus, go oder halt die DeLorean. Lauren revealed, zerstört den Shadow Spear. Jetzt ist der Magus. Zerstört halt die beiden Ursus-Sagas. Das macht jetzt halt weniger Sinn, weil jetzt hat er die farbige Quelle. Hä? Jetzt hat er halt die farbige Quelle durch den. Ja, die farbige Quelle hätte er so oder so gehabt. Rot hätte er sowieso fürs Punchfire gehabt. Ja, ja, aber so hat er jetzt trotzdem auch noch Zugriff auf Grün. Und wenn er sich jetzt einen Dark Depth Scrub rotatet und den los wird, hat er halt einen 2020er für ziemlich billig Geld. Ist nicht sogar eine Crop Rotation auf der Hand? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Hand gerade nicht um Kopf. Also auf jeden Fall Punching Fire auf der Hand. Das ist Land auf jeden Fall. Ich habe Punching Fire. Land, Punching Fire, Crop Rotation. Oder man ist das ein Force of Vigor? Force of Vigor ist ganz hinten, aber das zweite ist eine Crop Rotation. Man hätte hier tatsächlich End of Turn. Nee, hätte man nicht. Aber jetzt kann man halt Crop Rotaten und das Ding Punching Fire. Das ist nicht schlecht. Ist dann halt ein 2020er. Fliegend. Ja, ist halt die Frage, ob Caracas existiert in dem anderen Deck. Da bezahlt man zum Ausrüsten. Was passiert hier, Leute? Ja, voll gut. Man kann ja das Ding Crop Rotaten. Ja, stimmt, ja. Und mit dem zwei Mana dann Punching Fire, weil man in Lage macht dann ja ein rotes Mana. Ist ja ein Mount. Ja. Ist ja ein Mount. Oh, ist mir schlecht. Da kriegt man 3 Leben, gibt man auf 8. 4? Ja. Ah ja, der Shadow Spear macht ja plus 2 bei den Token. Yes, und damit war's das. Oder man hat noch ein. Das ist ein Bukanier! Was? Das ist der Goblin. Ah! Womit man jetzt die Kaldra für 9 Damage für den Gegner ins Gesicht wirft. Man nimmt die halt einfach so und schmeißt sie dem an den Kopf. Ja, oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Da hilft noch nicht mal Mace, weil um Macen zu können, muss er in Combat sein. Ja, das war richtig knapp. Ui. Ja. Ui. Ja. Oh. Das war auch neben einem Magus der einzige Draw, der ihn retten konnte. Nö, der Magus hätte nicht gerettet. Zwischen zwei Magussen passt immer noch eine Marktlage. Ja, außer du tappst die Walfe rein und der Dings macht nichts. Das ist korrekt. Wenn er drin ist, ist er drin. Das ist korrekt. Ja, dann greift er an und schießt für 9 den Ding. Do it! Manchmal frage ich mich, was Menschen dabei reden und denken. Aber ich glaube, hier wurde bei Lance einfach nur geguckt, ob es irgendwie möglich ist, aber es war nicht möglich. Ja. Nice! Das war sauknapp. Ja, das war krass. 1-1. Sideboards werden sich, glaube ich, nicht so viel getan haben. Boah, nee. Aber das war ein schönes Spiel. Dass Lance jetzt tatsächlich nochmal was anderes reingenommen hat, um Kreaturen loszuwerden. Nee, er hat jetzt halt den Magus gesehen und er hat halt Punching Fire. Punching Fire ist halt die beste Karte, die du haben kannst gegen Magus auf dem Mond. da liegt ein Caracas. Ein Tabernakel. Tabi, ja. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, das ist eine gute Start gegen Muddy Start. So, dann. Oh, es sind 2 Magus auf der Hand. Boah, den würde ich bezahlen. Jo. Du hast ja sonst nichts zu tun, oder? Pup. K-
Okay. Fetch. Stoneforge. Boah, mit zwei Magus auf der Hand wäre ich mir nicht sicher, ob ich das nicht einfach bezahlt hätte, um, ja, um den zu einfach nur dann Turn 4 Magus Go zu machen. Ja. So jetzt wieder auf Kaldra zu gehen, ist schwierig. Es ist möglich, tatsächlich. Alleine, weil man es halt versuchen kann. Und der Gegner hat ja auch nicht immer Punching Fire. Ja. Das muss man halt dabei sagen. Es sind ja auch nur drei, glaube ich, in dem Deck drin oder vier. Von 60, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Stage. Ja, da wird derselbe Trick wieder gemacht. Ein Germ-Token für die Gesichtshilfe. I want to punch you in the face. Da ist halt eine Crop Rotation für nächste Runde 2020. Ja, 2020 oder halt Maze, ne? Kommt ja, Maze ist jetzt auch gut gewesen, aber ich glaube, hier geht man für den schnellen Sieg. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch tatsächlich Zeitangaben bei sowas. Da ist ein rotes Spellbomb drin, spannend. Huh. Sideboard. Ja, aber warum nimmt man jetzt hier das Ursas? Weil man auch noch die blaue Spellbomb drin hat? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spannend. Vielleicht, weil man davon ausgeht, dass für Marat Lage irgendwas im Weg ist. Ich meine, es reicht ja ein Sword. Maze. Ah, Maze. Dann macht das Sinn. Maze ist eine gute Karte. Wissen, was er gibt. Jo. Ja, Magus. Oh, man kann nicht mal einen Token bauen. Nö. Weil weder Maze noch Tabernakel machen Mana. Man hat jetzt gerade quasi mehr Mana bekommen. Das ist korrekt. Man hat gerade mehr Mana bekommen. Ach du Scheiße. Gib man auf 9. Uiuiui. Jo, das Da tut weh. Oh. Der Magus macht jetzt gerade richtig Meter. Der Magus macht richtig Meter. Vor allem, wenn ich es richtig gesehen habe, ist noch ein Zweiter auf der Hand. Dritter. Wow. Das ist jetzt halt, ich bin mir auch nicht so sicher, wie viel. Es kann auch sein, dass es vier. Vier ist ein Affe? Ist es, nee, ein Affe hätten mal gespielt. Mehr Wounds. Oh, ja, leck mich am Arsch. Das ist um. Texas. Ziemlich schnell einfach mal niedergeprügelt, den Landmann. Krass. Nice. Krass, krass. Blood in Texas, gutes Deck, kann ich euch empfehlen. Kommt auch noch ein Deck-Tag zu, keine Sorge. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir gucken hier noch dem Blood in Texas-Spieler zu, wie er den dritten Magus spielt und dann zuhaut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.